Halt, so nicht. Nein, ich brauch meinen Spitzen, meinen Pika. Ich bin gerade mit der Situation sehr unzufrieden. Da kommen sie wieder hoch. Das haut wieder nicht hin. Dann rennen sie wieder weg. Dann bringt mir noch was einfallen lassen. Das, so ist nicht gut. Okay, wa? Na sag mal, bist du ein bisschen dusselig hier unten rumzutoben? Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder Kündopsi. Wir sind heute unterwegs in Zankenland, brauche ich euch nicht mehr zu sagen, aber das liegt immer noch so drinne. Ja, Freunde, was ist los, was ist geschehen? Naja, wir hatten ja angefangen, hier ein bisschen an der Basis zu basteln und sind natürlich immer noch fleißig unterwegs und sammeln. Wir hatten den ersten Angriff. War natürlich nicht aufregend. Aber nur mal so erwähnt am Rande. Vielen Dank wieder für die vielen Zuschriften. Ich konnte dem auch entnehmen, dass ich wieder mal nicht alles richtig mache. Ja, ist ja okay. So kennen wir das ja. So muss das sein. Aber das gehört halt dazu, wa? Mir wurde zum Beispiel gesagt, ich soll doch auf gar keinen Fall irgendwas liegen lassen. Ja, schon ja nicht Klamotten oder so. Ja, ich wusste nicht, dass die Spawnrate so angepasst wurde, dass das jetzt eng wird. Und was habe ich gerade gemacht durch das Quatschen? Ich war so aufgeregt und wollte sofort lostauchen. Ich habe doch völlig vergessen, das Boot mitzunehmen. Aber gut, das ist nicht aus der Welt. Das können wir immer noch einsammeln. Wir machen jetzt eben mal in Runde den Rucksack voll. Ach, und dann habe ich doch gestern noch irgendwas... das fällt mir jetzt gerade ein. Irgendwas habe ich gestern noch scharf gemacht. Also erforscht. Und das wollte ich heute bauen. Wir werden dann gleich mal losgehen und kickern, an was das fehlt. Eliminiere alle Feinde auf der Radioinsel. Na, die sind lustig. Jawohl, Freunde, wir werden gleich die Radioinsel angreifen. Ich renne hier noch mit Unterhose rum und greife die Radioinsel an. Ja. Wir müssen mal sehen, dass wir vielleicht einen Ofen machen können, so schnell wie möglich. Also wir werden sowieso versuchen müssen, so schnell wie möglich das Update durchzuziehen, wa? Das müssten wir, glaube ich, machen. Naja. Jetzt wird hier erstmal schön gelootet. Ich hatte vorhin hier auch noch Muschis hier sehen, die werden wir auch noch einpacken. Da sind Muschis, die nehme ich mit. Sack packen wir rein hier. Ja, und dann schrieb mir, habe ich eine Nachricht gekriegt, dass meine Grafik unmöglich sei. Und ich glaube, da habe ich einen Fehler gemacht beim Schneiden. Normalerweise sollte meine Grafik schon top sein. Ich habe heute nochmal nachjustiert. Also, was heißt nachjustiert? Ich habe die Einstellungen überprüft, die waren alle okay.
Ich nehme auch in 4 Kauf. Ich habe jetzt noch mal alles extra im Spiel auf Ultra gestellt. Und das sollte wieder wie gewohnt in Ordnung sein. Ja, ein bisschen Qualität wollen wir schon bringen. Ich soll ja nicht die Augen wehtun. Außer der Bauch, der kann euch wehtun vom Lachenden. Wenn sich ein Dupsi wieder so glatt anstellt. So, raus hier, sonst ertrinken wir. Okay, ja, ich habe ja ganz viel Platz. Was sägt denn da unten? Ah, könnte Eisen sein. Ja, ich könnte mal ein bisschen dicken Bums hier brauchen hier. Was fettet? Oh, Komponenten zum Beispiel. Aber da auch der Kleiderschrank. Sehr interessant, sehr interessant. Und ich darf hier nicht mehr liegen, sonst krieg ich wieder Mecker. Jetzt hoppeli hoppeli, das könnte schon dunkel werden gleich. Ja, ich hab's geschafft. Eine Hose, siehste, dann war Rüstungswert 2 und dann tauschen wir mal das T-Shirt aus. Ja, so. Ja, wegschmeißen tue ich's nicht, natürlich nicht. Ich hab verstanden, wir sollen sammeln. High Heels. Gut, 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 gut. Endlich High Heels. Eben packe ich mein rosanes T-Shirt weg und jetzt krieg High Heels. Ach, wie unangenehm. Ich weiß jetzt ja nicht, wie ich von High Heels auf Elke komme. Aber jedenfalls vermisse ich dich. So. Nö, kein Leder. Schweif mal ganz kurz ab. Ich hab da drüben was gesehen, was ich noch nicht identifizieren konnte. Das ist genau der Kleiderschrank, den wir brauchen. Aber nee, den kann ich nur gerne nicht machen, weil der ist ja aus Bretter. Denke ich mal. Und dann kann ich den ja nicht machen. Hier unten drin. Money, money, wartet. Können wir uns auf jeden Fall was zu essen holen? Wo bin ich denn hier eigentlich? In Apartments. Aha. So, Waschmaschinen sollen nachher alle nicht mehr so viel Stoff haben, mal gehört. Oder nicht jede Waschmaschine hat Stoff. Ist auch der Grund, warum ich so viel Klamotten mitschleppen soll. Weil man die Dinger jetzt im Zerkleinerer machen kann und kriegt daraus Stofffetzen. Diese Lösung hatte hier schon lange gefehlt, finde ich. Okay. Gehen wir uns mal die Baracke an hier. Ach, da oben drauf steht ja noch was. Ah, da müssen wir auch abholen. Alles abholen.
erstmal ist Holz ganz wichtig. Denn all die Weile Holz brauchst du ja nur für jede Schiete. Überspitzt gesagt, kannst du so ja zum Trinken brauchst du Holz. Denn du musst ja den Wasserbereiter mit Holz betreiben. So. Oh, ich bin zu. Okay. Dackeln wir mal nach Hause, dann nehmen wir das Boot und fahren doch mal rüber. Hungrig bin ich auch. So, wir haben schon Rüstungswert von 2. Na. Also das hier mit der BS, die ich hier angefangen habe, ob das was dauerhaft ist, ich will das mal dahingestellt lassen. So, wir ziehen uns mal ein paar Schuhe an. Kicke mal. Zack, Rüstungswert 3. Na, wenn das nicht vorerzählt. So. Und so. Datten, datten. Datten. Das haben wir. Spritti Belinda. Wunderbar. Zigarre und das packe ich gleich ins Auto. Das werden wir verscheuern. Das verscheuern wir alle hier. Das lassen wir hier. Das müssen wir braten. Okay. Was ist hier noch drin? Nee, hier haben wir auch schon was. Dann packe ich das hier erstmal mit zu. Und den Hocker. Nee, den verkauf ich. Den verkaufen wir. Ich brauche jetzt noch keinen Hocker. Wirklich nicht. So. Essen haben wir noch. Trinken kriegen wir. Die Kiste ist hoffentlich leer. Mhm, bis auf die Verkaufssachen. Ja, ist okay. Das wird dann auch gleich verkauft. Auf was sollen wir warten? Ach ja, ich liebe das Boot hier. Mein, ihr habt was für eine Lahmkrücke, wa? Hier, der so um die Kurve kommt. Ich glaube, wir machen hier noch ein bisschen weiter an diesem Apartment. Oder was ist das hier? Nö, das ist nur Schrott. Ich meine, darf ja auch alle noch ja nicht so tief sein, ja. Wir sind ja noch ein bisschen tiefenbeschränkt. Sagt man dazu? Die 6 essen, essen, essen. Okay. Abieta. Und wir nehmen erstmal das Ticket da. Gut. Eigentlich hatte ich auch die Geräuschkulisse ein bisschen hochgedreht. Ich hatte ja die damals runtergeschoben, den Regler wegen des Gewitters. Das Gewitter war ja immer so schweinelaut. Und jetzt hatte ich eben wieder zurückgedreht, aber ich glaube, wir könnten dann noch ein Stück rangehen. Also noch ein Stück höher. Wir werden sehen. Nächste Mal. Jetzt ist erstmal wichtig, dass das Bild hinhaut. Das Bild soll top sein. Mich soll da gut hören. Und dann ist die halbe Miete schon drin. Ist nicht versteckt. Obwohl es da gesprudelt hat. Guck mal, das sprudelt da hier raus. Gut. In dem Haus ist ja minimal.
Was sagt denn die Karte? Apartments, 54%. Gut. Gehen hier runter. Alles, was wir sehen, nehmen wir mit. Man kann die ja jetzt sowieso nicht mehr auf 100% looten. Dadurch, dass ja hier alle 4 Tage das Zeug neu spawnt. Also ich habe die Einstellung so gelassen auf 4 Tage. Ich dachte mir, die Entwickler werden sich schon was beigedacht haben. Wie gesagt, nochmal zu den Einstellungen. Ich habe alle Einstellungen belassen, wie waren sie. Wie vorgegeben waren. Das Einzige, was ich geändert habe, ist die feindlichen Angriffe. Die habe ich runtergedreht auf einfach. So. Ja. Ich wollte es nicht ganz ausstellen. Klar, wenn wir erstmal aufgestellt sind, wenn wir eine Base haben, kann man darüber reden. Oh, 17,55. Mein Gott, der Tag ist ja schon wieder um. Siehst du, du kannst nicht mal 2 Tauchgänger machen, wa? Dass die das nicht in den Griff kriegen hier. Ich hatte so gehofft, dass die jetzt mit dem Update die Tageseinstellung uns überlassen. Ja, dass wir sagen können, der Tag soll so lange sein oder so lange. Ich meine, ich habe nichts gegen die Nacht. Gerade nachher, wenn du eine Base hast und schon Beleuchtung und so, das sieht dann immer schon kuschelig aus. Aber ich möchte natürlich auch mal, wenn ich sage, jetzt will ich ein bisschen arbeiten an der Base, brauche ich natürlich auch ein bisschen Zeit für, wa? Nimm das mal alles mit. Dann gucken wir mal, was sie uns anzubieten hat. Hey, Schnecke. Guck mal, ich hätte gerne die 5 Dinger. Und ich hätte auch gerne dritte. Ich würde dir dafür eine Flasche geben wollen. Ich würde dir auch noch einen Sitz geben. Oh! Donnerwetter! Jetzt kriegst du ja für die Deko was. Also versteht mich nicht falsch. Ich kriege was, also früher hast du hier nicht so viel gekriegt. Deko war eigentlich immer umsonst. So, dann nehmen wir auch nur die Zahnräder, wenn wir kriegen. Ich gebe dir noch was zum Lesen. Kicker reicht auch. Super. Dann nehme ich dir noch ab. Komponenten, na, die werden wir kriegen, schätze ich. Aber jetzt ich nehme Holz. Ich gebe dir noch ein paar Fänge dafür. Wunderbar, geht das dann, das läuft. Die Fasern haben wir eigentlich nicht gebraucht. Aber weil das jetzt hier so, das sieht schon so dünn aus, die verkauft bloß eine Faser, da würde ich sagen, ich nehme sie. So, was kann ich noch nehmen? Ich würde jetzt tatsächlich noch Komponente nehmen. Okay. Ach, das reicht erstmal. Ja, ja, das lasse ich. Gut. Ich bin ein bisschen zeuglos. Sie auch. Jetzt sehen wir nicht mehr, jetzt kommen wir nicht mehr nach Hause. Na, tolle Wurst, tolle Wurst. So. Okay, bleib hier. So, dann brauche ich im Boot eigentlich ja nicht kicken, wa? Oder? Doch, ich kann die Zigarren wieder zurückpacken. Den Rest nehme ich mit hoch. Gut. Naja, wird schon. Pack das erstmal alle drin, dass das ordentlich weg ist. Gummi.
Das packe ich hier mit zu. Zahnräder. Mhm. Kombi. Das Zeug. Holz. Nein, das kann ich gleich am Mann behalten, glaube ich. So, dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt noch bauen wollten. Irgendwas habe ich doch erfunden. Nicht erfunden. Irgendwas habe ich doch freigeschaltet. So. Hier sehe ich erstmal nichts. Trinken müssen wir unbedingt. Aber ich habe noch eine so eine Suppe hier. Die Kräutermedizin, die peitscht alles hoch, glaube ich. Ach nee. Die Vogelsuppe wartet. Hier können wir essen. Oh, die 6. Ach so, warte mal. Ich kann auch gleich wieder schlafen gehen, wa? 2 Uhr noch was? Nee, warten wir den Moment. Wir gucken mal, wann. Nee, ich muss. Warte, wir müssen erstmal was zu trinken holen. Hier ist schon wieder was doppelt drin. Die gehört da nicht hin. Und das gehört eigentlich auch nicht hin. Ach, aus Fischhaut kann ich Leder machen, glaube ich, wurde mir gesagt. Packe ich hier mit zu und dann packe ich da mit zu. Okay, geht nicht zu stecken. So. Wir wollten Wasser machen, ja. Wo ist mein Eimer? Habe ich den eben hier gesehen? Ja. Zack. Nehmen wir die 8. Was ist das für ein? Ja, wer weiß, wo wir den anderen Wasserbretter herkriegen. Das kann noch ewig dauern. So, kann ich schon Wasser trinken? Nö, kann ich noch nicht. Na, eben mache ich noch. Diese Hausarbeit, wa? Ah, das hatten wir schon mal. Das Thema hatten wir schon mal. So, jetzt habe ich hier noch Wasser geholt. Rinder. Ach, schnell, da ich was trinken kann. Ich kann was trinken, wunderbar. Denn jetzt mir schon wieder gut. So, jetzt noch ein paar Muschis. Und ein Fisch. Dann bin ich aber schon wieder am Ende hier mit dem Essen. So, jetzt lasst uns aber gucken, was wollten wir bauen. Gehen wir hier durch. Die Armbrust haben wir. Die Harpune. Donnerwetter, ich kann schon die Harpune bauen. Na, da bin ich ja von den Socken. Den Metallspeer haben wir. So, Harpune wäre wichtig, wenn wir jetzt den Hai angehen, wa? Flossen, die einfachen Flossen habe ich. Eine Picke haben wir. Wir haben eine Kiste. Sauerstoffflasche. Ich pinne die mal an. So, weiter Klamotten. Ja, da würde ich jetzt noch nicht bauen wollen. Ich mache noch nicht gefährlich. So, hier Leder können wir halt machen aus die Fischhaut, alles klar. Und Medizin können wir nicht machen, weil wir es nicht erforscht haben. So, jetzt gehen wir hier mal rein. Bei den Baumaterialien kann ich nichts erkennen. Den Wasserbereiter und Grill besitzen wir. Den Forschungstisch haben wir die Luftfüllstation. Die sollten wir bauen. Elektrizität können wir nichts machen. Wir können eine Markierungsflagge setzen. Hier haben wir ein paar Barrikaden, die brauchen wir jetzt noch nicht, nehme ich an. Schiff können wir nicht. Und Licht haben wir die Fackeln gesetzt. Die, okay. So, also ich kann hier, ich weiß ja nicht, weil ich freigeschaltet habe, aber wahrscheinlich hatte ich erforscht diese Luftfüllstation und so. Okay, weiter. Ich muss mal hier ganz schnell erstmal ein Fundament drin setzen. Nicht, dass wir in das Loch stürzen. So. Klar könnte ich jetzt, aber ich bin mir ja noch nicht sicher, ob wir hier bleiben, wa? So. Was brauchen wir noch? Stoff brauchen wir. Und jetzt können wir die Markierungsflagge setzen.
Eigentlich völlig egal, wo wir das Ding hinstellen. Markierungsflagge. Boing. Gut, wissen wir, dass wir hier wohnen. Weiter. Wir brauchen noch Leder. Leder. Quatsch, Ledergummi, meinte ich ja. So, jetzt die Luftfüllstation. Quatsch. Ja, kann man ja mal noch umstellen. Egal. So. Und die nutzt uns natürlich nicht, wenn wir keine Sauerstoffflaschen haben. Da brauchen wir Eisen, Gummi und Komponente. Eisen, Gummi und Komponenten. Okay. Können wir bauen. Und die setzen wir auch gleich ein. Ah, der ist gleich voll. Okay. Können wir noch eine bauen? Die Erfahrung sagte, das ist immer ein bisschen wenig mit einer Flasche. Gummikomponenten. Was? Fehlt Gummi und Eisen. Eisen. Gummi. Und dann bauen wir uns noch eine. Zack. Okay. Haben wir zwei Flaschen. Wunderbar. So, dann gucken wir mal nach der Base. Mein Gedanke war jetzt 1, 2, 3, 4, 5 und hier mache ich mit Eisen zu. Bauen, Metall zu. Und das Metall schon wieder alle. Wir haben es 8.47 Uhr, das heißt, ich sollte auch ja nicht so viel rumquatschen. Wir sollten gleich los. Auspacken. Auspacken, alle raus. Okay. Wir essen was. Und wir trinken noch was. Und los geht's. So, mal gucken. Kommen wir hier rüber? Ja, gut. So, nehmen wir uns mal was anderes vor. Nicht unbedingt wieder die Apartments. Der Ding ist träge, sage ich euch. Ach, na, was erzähle ich euch? Ihr habt ja auch so angefangen. So. Leider Gottes wohnt hier ein Haifisch. Aber. Aber. Wir haben auch hier gelernt, dass wir von hier oben was abschießen können. Das ist ja kein Haifisch, das ist doch ein normaler Merlin, wa? Hallo, bist du Merlin oder Hai? Das ist Merlin. Okay, runter. Ja, wir tauchen erstmal ohne Flasche. Lange die Luft anhalten. So. Und nochmal ruf da. Nehmen wir das Metall noch mit. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das unter mir sprudelt. Unter mir sprudelt halt. Oh. Dann könnte das sein. Nein, das ist jetzt over. Da kriege ich doch anstatt was zu essen und zu trinken, kriege ich jetzt hier Kohle raus. Nee, also.
Gut, auch wenn ich alle sammle, aber jetzt die nicht jeden Mist. So, nochmal runter. Kick mal, wie das da sprudelt. Da ist doch irgendwas drin. An uns liegt das jetzt nur rauszufinden. Was? Da ist er doch. Na, sag ich doch. Maxiens geschulte Auge und jeder nicht. So, wir nehmen das mal hier rüber. Und das war eine Glaswand. Sehr schön. Du komm mal raus, Dicker. Hallo. Okay. Au, oh, wir hängen. Okay, das sieht besser aus jetzt, wa? Nein, es sieht nicht besser aus. Och, kühn aus. Einstellen, GUI speichern, wiederbeleben. Aber was soll ich machen? Naja, das war die Gier nach Reichtum. Ja, Rucksack leeren. Dass wir da von außen rankommen. Alles klar. Ja, klasse, war der erste Tod. Gut, dann ziehen wir uns jetzt mal so eine Sauerstoffflasche rauf, mal sehen, was bringt. Okay. Sehr schön. Ich nehme mal hier ein bisschen was mit. Wir können zwar noch keine Heiltränke machen, aber das ist ja auch bloß eine Sache des Erforschens, glaube ich. Komponente packen wir ein, ja. Halt, da hinten könnte was zu trinken sein. Ja, eine Büchse. Geht auch. Genau an der Stelle für neue Spieler der Hinweis, packt euch bitte immer Waffen und Munition dafür in die Schnellstartleiste. Wenn ihr mal im Krieg seid oder im Kampf besser gesagt und ihr sterbt, dann habt ihr wenigstens schon mal was in der Tasche, ja? Was war denn das für ein Schwachsinn? Mit einmal war die Flasche alle. Okay. Nehmen wir die nächste. So. Ja, müssen wir natürlich nach unten. Jetzt, wo wir die Flasche haben, müssen wir natürlich runter. Das, was oben rum liegt, das können wir so mitnehmen. Ja, die Sauerstoffflasche, die ist im Nu aller, wa? Kick da mal an, hucki zucki. Ja, ist also nicht der dicke Bums. Ach du Schande, ja. Mhm. Boah, alter Verwalter. Aber neue Schuhe. Raus aus die Perms. Wunderbar. So, na, dann nehmen wir jetzt das Oberflächliche noch mit, was wir sehen. Und dann werden wir zu Hause noch ein bisschen an der Base schrauben.
Je nachdem, was wir hier für Mats rausholen. Den Traktor, den würde ich gerne noch mitnehmen. Und Benzin. Moment haben wir ja nicht mal ein Feuerzeug, wo wir Benzin brauchen. So, jetzt müssen wir was essen, kommen wir nicht drum rum. Ich bin jetzt angekommen, sieht mein Leben auch echt scheiße aus. Das war ja ein schön verlehnt. Noch ein paar Autos. Ja, reicht ja mal eh ein Auto und dann musst du wieder runter, wa? Musst du wieder hoch. Also. Ja, nun kann man natürlich überlegen, sich doch eine kleine Panzerung zu basteln, um denn schon die Radarinsel anzugehen. Könnte man tun. Denn da kriegen wir auf jeden Fall was zu essen und zu trinken. Handy. Nicht direkt telefonieren wollte, aber zum Verkaufen, wa? Da ist noch ein Sofa und noch ein Schrank. Schränke sind für mich jetzt erstmal interessant. Wegen der Klamotten, ja. Bin ja noch ein bisschen dürftig bekleidet. Schuss leer hier. Und wir sind voll. Okay. Gehen wir mal nach unserem Auto. Da wohnen wir. Können wir den Merlin eine geben? Nee, wa? Ich habe ja auch ja nichts zum Tragen. Wo ist denn mein Schiff? Ich bin doch nicht hier gelaufen. Hier raufklettern. Hallo. Da, okay. Ach, wie aufregend, wie aufregend. Ups. Aber trotz alledem, ich würde sagen, wenn wir uns jetzt hier noch ein bisschen was hingestellt haben, ein bisschen was fertig gemacht haben, dann sollten wir mal die Radarstation schon uns ankicken. Heißt ja nicht, dass wir so 100 pro wegluten. Aber ankickern können wir sonst schon mal. Okay, so, jetzt wird sowieso wieder dunkel. Ich hoffe mal nicht, dass die Typen heute wieder vorbeikommen. Diese Sacktreter.
So, mehr Wasser hinzufügen, trinken. Einmal trinken haben wir noch. Ah, wunderbar. So, dann nehme ich mal hier eine Gesundheitssuppe, dass das Leben ein bisschen vorwärts geht. Und dann essen wir noch was. Jut, geht ja schon wieder halbwegs. Okay, wie weit waren wir denn jetzt hier? Hier ging es noch weiter zu machen, oder hier galt es noch weiter zu machen. Mit Metallfundamente. Genau. So, hier drinnen sollten Holzfundamente noch sein. Ich bin da eben zu weit gegangen, wa? 1, 2, 3, 4, 5. Naja, das ist ganz schön groß. Okay. Bauen Holz. Da spielt die Richtung eigentlich nicht so die Rolle. Okay, da fehlt nochmal Holz. Würde ich mir aber jetzt noch gönnen wollen. Und Fundament. So, okay. Wir haben jetzt erstmal im Großen und Ganzen die Base abgesteckt. Wir haben hier einen bösen Zugang. Das heißt, hier können sie hochkommen und uns auch Watsche machen. Okidoki. Den Wasserbereiter, den werden wir hier wegnehmen, auf jeden Fall. Weil hier kommt dann die Wand drin. Hier ziehen wir die Wand lang. Der Rand bleibt zur Befestigung. Also zum Kämpfen. Licht bauen. Außen auf den Rand. Zack. Gut. Hier sehen wir was. Da sehen wir was. Ja, das Licht ist nicht das Beste. Aber es ist Licht. Gut. Soweit sind wir fertig. Ja. Auspacken. Halt. Sprit haben wir hier noch. Naja, ist schon richtig. Wir müssen, glaube ich, wirklich zur Radarinsel. Wir gehen gleich mal ins Logbuch. Wir gucken uns gleich mal. Ach so, die Flaschen füllen. Also doll sind sie nicht. Das muss man ehrlich sagen. Die zwei Atemzüge, die du da machen kannst, das ist nicht der Rede wert. So. Jetzt gucken wir mal noch ganz kurz wegen. Ich glaube, das müssen wir hier. Kräuter, das müssen wir erst freischalten. Die Forschung haben wir erforscht. Sehr schön. Hier brauchen wir Zitronen. Ach, dann habe ich den Hinweis bekommen, halt, wir sollen Kartoffeln anpflanzen. Das ist wohl jetzt neu, wir können jetzt so Kartoffeln pflanzen. Und mit den Kartoffeln kannst du ja dann nachher in Zusammenhang mit der Wasserflasche, kannst du dir Molotow-Cocktails basteln. Und die sind natürlich nachher, wenn wir irgendwelche Bogen stürmen, Bogen, ich immer mit meinen Bogen, wenn wir hier irgendwelche Sachen raiden, eine Insel oder ein Floß, da ist das denn schon ganz wichtig. Okay. Ach so, warte mal, jetzt hier, ich habe zweimal, theoretisch konnte ich damit schon einmal herstellen. Nee, dreimal brauchen wir jetzt. Okay. Wieder gleich die Wasser holen. Wobei ich das ja nicht wollte. Ich wollte das Ding eigentlich auslaufen lassen.
Aber wir machen jetzt wenigstens noch so lange, bis das Brennmaterial alles und dann räumen wir es ab. So einfüllen. Ja, das heißt, wir werden uns für morgen denn noch ein paar Pfeile machen. Guck mal, gerade gesehen, da hinten das Feuer, das ist bestimmt diese das Teil, wo wir unsere, da bin ich blöde, wo wir unsere Waffen da machen können, wa? Wie hieß denn das? Die... Oh, irgendeine Burg. Siehst du, jetzt sind wir wieder Mittelalter-Burg. Naja, ihr wisst ja, was ich meine. So. Wie gesagt, bis das Holz alles, dann stellen wir das um. Und dann können wir anfangen, hier Wände zu ziehen. Werden wir mal gucken. Ich hab das, naja, eigentlich ein bisschen größer schon gemacht, weil wir ja mit der Elektrizität, wir brauchen ja nachher ein bisschen mehr Platz um. Und deshalb, ich will jetzt hier unten, sollen eigentlich schon fast alle Gewerke drin. Und dann im obersten Stock, der zweistöckig wird, kommt dann, wie sicher, Kantine drin oder was? Ach, ich weiß es noch. Du, ich habe echt noch keine Idee. Vielleicht baue ich auch alles nach eins, also alles eins höher, dass hier unten im Prinzip so gut wie ja nichts ist. Und sich alle da oben abspielt. Weil wir müssen ja nachher darauf achten, die können uns ja hier vom Felsen angreifen. Und das ist ja nicht so geplant. Das soll ja nicht sein. Wir gehen mal ganz kurz kicken, ob vielleicht schon wieder ein bisschen was nachgespawnt ist. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben ja 4 Tage eingestellt. Eliminiere die Feinde. Ach, das macht mir so viel Freude. Am liebsten würde ich gleich rüber gehen. Aber nee, das können wir nicht bringen. Das können wir nicht bringen, Jungs. Wasser nehmen kann ich 3-mal. Wunderbar. Holz ist gleich alle. Schick, dann können wir das wegmachen. Das Fundament nochmal wegmachen. Und dann passt das. Ja. Alles klar, Freunde. Ich würde sagen, dabei belassen wir es. Ich gucke mal hier noch ganz gemütlich durch. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen, was wir unbedingt machen sollten, was wir machen müssten. Ja, ich weiß, Rüstung. Aber danach steht mir noch nicht der Sinn. Guck mal, wir sind ja schon so gute Kämpfer jetzt geworden. Wir werden da wohl mit die 80 Leute da auf der Radinsel fertig werden. In unserem jetzigen Zustand, oder? Ja. Na klar, Spaß beiseite. Ach, warte mal. Aufrüsten. Klatsch, bumm, kicke mal, das ist ja nicht so weit hergeholt hier, das Aufrüsten. Freunde, 15 Komponente, das könnte knapp werden. Das ist knapp, schade. Ja, aber das ist auch das Einzigste. Und dann können wir das Ding schon aufrüsten. Na, wie geil ist das denn? Das macht mir Spaß. Da freue ich mich. Super. Ja, Leute. Okay. Ende der Lootrunde. Morgen, wie gesagt, wir rüsten das Teil. Nee, das machen wir auch später. Wir gehen morgen gleich rüber zur Radarinsel. So ist das. Wir fackeln da ja nicht lange. Wo ist denn die überhaupt geblieben? Da. Wir fackeln ja nicht lange, wir gehen rüber, machen das Ding platt und gut ist, wa?
So einfach ist es natürlich nicht, aber wir kicken uns jetzt schon mal an. Dann können wir da die Rohstoffe mitnehmen. Ich glaube zu wissen, dass wir morgen schon, wenn wir die updaten können hier, dass wir dann schon den Ofen machen können, den Schmelzofen. Naja, und dann geht es ja vorwärts. Ah, das wird gut. Freunde, das wird gut. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal das Segelboot, dass ich aus dieser Tretkarre rauskomme. Und das kriegen wir, glaube ich, auch hier morgen. Oder wir brauchen eine Blaupause. Wie auch immer. Alles klar, Freunde. In diesem Sinne, sagt schön mit Ö, euer Onkel Nupsi.